Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele das Gespenst. Ja, und ich spiele mit den Perks Geisterhaken, Schmerzensecho, Pop, Ghost, Weasel, Stridor und Schlampiger Schlachter. Und hier unten haben wir schon die erste, die Fang. Ich spiele mit zwei Addons, einmal der Flöte, die den Effekt hat, dass sich meine Kraft schneller wieder auflädt. Ich wusste jetzt gar nicht, wo sie ist. Und außerdem der weißen Haarschleife, die den Effekt hat, dass ich meine Kraft schneller wieder aufladen kann. So. Schade, falsch rum. Ich bin genau falsch gefaced. Dort unten steht Heli rum, aber die bewegt sich wieder. Ich dachte mir, ich kann mir da einen schönen freien Schlag holen. Das gibt's doch nicht! Schon wieder anders. Ah, ich werd verrückt. Ich sollte mir ein anderes Ziel suchen. Die kriege ich da irgendwie nicht, keine Ahnung. Die ist mir auch immer einen Schritt voraus. Hallo, Heddy? Schade. Schade. So, 1, 2. Okay. Einmal. Ace, wunderbar. Schöner gemacht. Aber das war's jetzt. So. Warte. Du kommst mit. Dort hinten haben wir einen wunderbaren Geisterhaken. So, die haben die Runde recht ruhig angegangen, sage ich mal. Ist noch kein Gen durch, hab. Okay, ich schaue mit dem dort unten nochmal an, wo die Heddy war. Okay, hallo Heddy. Einmal. So, Pop drauf. Und dann kann ich wieder los. Du bist auf... Einmal auf direktem Weg zur Rettung gegangen. Komm mit. Oh, das schaffst du nicht. Zum Glück. Aber sie haben den ersten Gen dafür geschafft. Hallo Ace. Hab ich dich? Du kommst mit. Entscheidungsschlag. Hallo Heddy. Hart im Nehmen, sehr schön gezündet. Hinter mir ist Ace. Nee, Zarina. Okay, ihr Lieben. Da haben wir Ace. Schade. Ich hätte die Hoffnung, ihn da irgendwie auszuspielen. Guter Antäuscher. Oh, und schon wieder direkt zur nächsten Palette. Hab ich dich? Hab ich dich? Ich könnte mir vorstellen, dass die Zarina mit Für das Volk anschneiden spielt, solche Späße. Und deshalb versucht hat, schnell den aufzuheben oder so. Hep. Zum Glück konnten wir das verhindern. Hier, ja, es lohnt sich kaum. Zarina ist über mir, denke ich. Nee, sie ist vor mir. Okay. Hallo Heddy. Das steht noch, sehr gut. Yep. Das hat im Leben schon gezündet. Da habe ich da keine Angst vor dem Weiteren. So, ja, du kommst mit. Ich will jetzt mal nicht so sein. Zarina ist geheilt.
So, hep. Erster Haken für dich. Okay, dorthin kommt die Rettung. Hallo, Zarina. Die ist da anders gegangen, als ich dachte. Beziehungsweise sie ist wahrscheinlich wirklich gegangen. Okay, nächster Gen durch von Fang. Okay. Einmal. So. Hab ich dich? Du kommst mit. Und du hattest noch einen Geisterhaken. Ich glaube, die hingen noch nicht an einem. Das Gute ist, alle sind verwundet. Ace ist schon raus. Es wird gar nicht so einfach, sich hiervon jetzt zu erholen. Der Gen ist nicht weiter angefasst. Ich gehe mal nach dort unten. Ich sehe niemanden. Da war jemand, denke ich. Hedy. Hallo? Ich glaube Stridor. Wegen Stridor höre ich die auch so gut. Dass ich die dann immer schön mitnehmen kann. Hep. Ja. So, du bist auch raus. Fang lebt noch irgendwo. Sie hat gerettet. Ich schau mal, dass ich dort oben jetzt die Fang abgreife. Heilt ihr euch direkt? Nein. Rennspuren sehe ich keine. Okay. Dort hinten. Keine Ahnung. Die Raben setzen sich gerade wieder alle. Ich meine, die müssten zumindest relativ laut sein. Wegen Stridor, aber... keine Ahnung. Ich lausche auch, aber... 1, 2. Ja, wir fangen. Sie bleibt lieber verwundet und zieht die Gens durch. Okay. Entweder sie ist im Schrank, nee. Die war direkt unter mir. Okay, ich schaue, ob ich sie vielleicht nochmal abgreifen kann. Ne, die ist, denke ich, weg. Da hinten haben wir immerhin Zarina. Ja, nein. Es tut mir leid, Zarina, aber nein, ich... ah. Also ich hätte jemanden vielleicht entkommen lassen, wenn es die letzte Person ist. Aber so leben noch zwei, die müssen noch zwei Gens machen. Und irgendwie sehe ich es jetzt nicht ein, dass ich jetzt, keine Ahnung, freundlich spiele. So, Pop drauf. Keine Ahnung, wo Fang ist. Auf. Ich meine... vielleicht lasse ich sie leben, sollte Fang sie retten, keine Ahnung. Sie lässt sich sterben, okay. Keine Opfergabe für die Falsche, okay. Oh. Na gut, komm. Du musst mir vertrauen, Fang. Ja, du musst mir vertrauen. Okay, ja. Eine darf entkommen. Da bin ich dann gnädig. Wunderbar, lief ganz gut. Ja, dadurch, dass wir den Ace so früh aus der Runde raus hatten, ging es dann doch recht gut dann rum. Aber ich meine, wir haben den ja jetzt auch nicht hart irgendwie rausgetunnelt oder so. Good game, well played. Schöne Runde.
Die Williams haben gut gespielt. Ja, ich meine, die zweite Hakenrettung war halt schwierig, aber da war halt dann auch niemand. Und die Zarina kam da leider zu spät an. Naja, sie haben immer noch, sie haben es trotzdem versucht. Die Zarina hatte wirklich für das Volk und Anschnallen, ne? Deshalb ist sie die ganze Zeit gesund mitgelaufen, um schnell jemanden hochzuheilen, sobald ich jemanden niederschlage. Böse Kombi. Na gut, aber ich fand, die Folge war ein bisschen kurz. Ich packe euch hier ran noch eine zweite Runde, also bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder mit dem Gespenst. Mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen werden. Hier auf dem zerstörten Platz. So, okay. Ich phase direkt wieder los. Vielleicht sehe ich wieder jemanden. Ja, dank der Flöte lädt sich meine Kraft echt schnell wieder auf. Die wurde ja im letzten Patch auch gebufft. Genervt. Gebufft? Nee, die Flöte wurde gebufft, stimmt. Aber andere starke Addons wurden genervt. Perfekt. So, Kate. Okay. Hallo. Feinde Jake läuft hier so lang, denkt an nichts Böses, plötzlich kommt so ein Gespenst an um die Ecke und fährt ihn einfach um. Sehr gut. Okay. Oh, schade. Da haben wir uns versucht, beide auszutricksen. Komm mit. Irgendwo hat's gekracht. Nicht in unmittelbarer Nähe. Kein Geisterhaken. Okay, dann muss ich schnell dorthin und Pop draufhauen. Jake wurde geheilt. Das ist Cheryl, einmal. So, hier will ich trotzdem nochmal Pop draufhauen. 1, 2. Okay, und jetzt nochmal versuchen, die Cheryl zu finden. Direktem Wege in Richtung Haken. Danke, Cheryl. Komm mit. Blöder Ort. Keine Geißelhaken in der Nähe. Okay, ich bring dich hier wieder in den Haken und schau nochmal nach dort unten. So, vielleicht packe ich da wieder Pop drauf. Vielleicht packe ich es auch hier drauf. Hier war Elodie. Was? War das für ein Schrei? Hä? Ich bin sehr ratlos. Dort hinten haben wir Jake. Ja, der kehrt wieder um. Da wird jetzt gerade gerettet. Super. Cheryl und Elodie. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Elodie hier jagen sollte. 1, 2. Ich schau nochmal dort hoch. Dort rennt nämlich auch direkt wieder jemand hin. Hab ich dich? Okay. Cheryl? Die würde sich dort oben anscheinend heilen. Keine Ahnung. Geißelhaken, Geißelhaken. Endlich. So, du kommst hierher. Hep. Dann packe ich nur ganz kurz hier schnell Pop drauf. In der Zwischenzeit ist Kate aufgeheilt. Vielleicht auch gerade nicht. Komm mit. Da wurde auch schon direkt gerettet. Super. Dann kommst du jetzt an diesen Geißelhaken. Leute, was für ein Chaos, wie das Gebuse losgeht. Okay. Jake, ich bin extra so gefaced, dass er vielleicht denkt, dass ich hochgehe. So. Ah, okay, da hat mich gerade Stridor veräppelt. Darf ich ihn gerade zu laut ächzen hören? Ich dachte, er wäre näher, als er war. Hab ich dich? Du kommst mit? Boah, wie die um ihre beiden Gens dort kämpfen, ne?
beziehungsweise kämpfen müssen. Die beiden waren mal so weit, aber nach unzähligen Pops und Schmerzensechos. Oh, die... Die Kate macht es mir auch gerade wirklich schwer. Aber ich meine... Hat im Leben schön. So. Jack wurde gerettet. Ja, ich lasse sie mal laufen, die ist tot, wenn sie nochmal erwischt wird. Ach, Mann. Jake ist immerhin nicht tot, wenn er erwischt wird. Den sollte ich aber eigentlich auch laufen lassen. Okay, können wir vorstellen, dass sie jetzt dort oben sind. Nee, es wirkt so, als hätten sie den Gen komplett aufgegeben. Dort ganz hinten haben wir wieder Kate. Es tut mir leid, Kate, aber... Einmal. Oh, Elodie. Der Gen ist auch weit. Trevor. Du hier. Ah. Ich hing da auch selbst irgendwie fest. Und kam nicht so ganz raus. Du kommst mit. Ich glaube, du hingst auch schon mal an so einem Haken, aber naja, hepp. So, und da renne ich jetzt hin und pack da nochmal Pop drauf. Sind halt auch wieder alle verwundet, ne? Das ist bestimmt sehr anstrengend. Gerade gegen den Gespenst. Aber dafür habe ich ja extra schlammigen Schlachter mitgenommen. Der hier oben ist ruhig. Der dort unten ist lebendig. Hallo Jake. Schön ist hart im Nehmen, wirklich. Der wusste, dass ich schlagen muss, um ihn da zu erwischen. Hab ich dich. Und hat schönes hart im Nehmen gezündet. Wirklich gut. So, du kommst mit. Und dort an den Haken. Die einzige, die noch nicht hing insgesamt, ist also die. Können wir vorstellen, dass sie den Gen weiter angehen. Der war ja vorhin doch schon recht weit. Dort hinten schleicht auch Elodie schon davon. Da weiß ich also, dass sie links von mir ist. So, eins, zwei. Frech. Wirklich frech. So, eins, zwei. Da hinten. Hab ich dich? Ich habe sie halt zum Glück gesehen. Beziehungsweise ich wusste, wo lang sie ist. Und habe dann einfach geguckt, dass ich sie da erwische. So, du kommst hierher. Gab es eine Opfergabe? Nein, keine Opfergabe für die Falltür. So, ich schau mal. Vielleicht finde ich noch die Kate irgendwo. Kate steht dort vom Haken und tippt die ganze Zeit an. Kate. So was machen wir nicht mit unseren Teammates. Armer Jake, tut mir leid. Weißt du, die Runde ist schon so gut wie verloren, ne? Und dann kommt Kate an und macht noch sowas. Ach, Mensch. Und tap. So. Gut, damit haben wir alle erwischt. Okay, die Runde war halt auch sehr schnell zu Ende. Aber auf der anderen Seite passt das sehr gut. Da packe ich einfach, ja, zu den beiden Runden, die halt recht flott zu Ende gingen. So, okay. Aber wir haben auch wieder alle erwischt. Erbarmungsloser Killer. Und das Sommergespenst war wieder erfolgreich. Okay, Double Pip, wunderbar. Und das waren meine Überlebenden. Ja, keine Ahnung, was die Kate da wollte, warum die den armen Jake da so geärgert hat. Keine Ahnung. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren.
Er macht sie jetzt noch dumm. Naja, kann ich verstehen, dass er da ein bisschen angepisst ist, dass sie dann sowas macht, ne? Naja, lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!